Danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Also mein Name ist Kemal Smajic. 1992, als diese wunderschöne Periode der postischen Geschichte angefangen hat, war ich 11. Und ich wurde aus meiner Heimatstadt zerbombt, zerschossen, vertrieben und bin mit jemand, du hast das eingangs erwähnt, beziehungsweise von der Vorrednerin noch, das gesamte Hab und Gut hatte meine Mutter für mich und meinen Bruder in einem kleinen Rucksack, der wahrscheinlich noch kleiner war als der, zusammengepackt. Und das war schrecklich, das Ganze zu sehen, das war und ist schrecklich, das Ganze zu verarbeiten. Das vergisst man nie. Jeder, der einen schrecklichen Autounfall irgendwo miterlebt hat, als Zeuge, wird diese Szene nicht vergessen. Einen Krieg vergisst man nie in seinem Leben. Das sind Traumata, die nimmt man für sein Leben lang mit. Und leider Gottes sehe ich auch an meinen Kindern, man überträgt sie teilweise weiter. Und ich bin aber dennoch dankbar für diese Erfahrung, weil sie mich reifer gemacht hat, weil sie mir eine Seite von Menschlichkeit gezeigt hat hier in Österreich, zu der Zeit, als ich hier aufgenommen wurde, ebenso in einem Flüchtlingscamp im 22. Gemeinde, im 22. Wiener Gemeindebezirk, wurde ich von Ersthelfern empfangen. Und diese Menschen haben mir den Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Und nicht nur mir, sondern allen bosnischen Flüchtlingen hier in Österreich. Und gerade heute stehe ich hier vor der bosnisch-herzegowinischen Botschaft und muss sagen, dass ich beschämt bin. Zutiefst beschämt. Nicht nur beschämt durch den Staat, die Stadt Bihać, den Kanton, die Föderation, die Republika Srpska, die ganzen Verwaltungsministerien dieses scheißgeführten Staates. Nicht nur von ihnen bin ich beschämt, ich bin auch beschämt von der bosnisch-herzegowinischen Community, die hier in Wien bei jedem Festel, das ich und andere Menschen für diese Menschen organisieren, in Scharen kommen, sich gut gehen lassen. Und heute hier sind es vielleicht 25 Personen aus diesem Kulturkreis, die selber als Flüchtlinge hergekommen sind und die es nicht für wünschenswert gefunden haben, an einem Sonntag spazieren zu gehen oder hierher zu fahren und Fahne zu zeigen, verdammt nochmal, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir können Menschen, die geflüchtet sind, nicht als Menschen zweiter Klasse stehen lassen und hier in diesem Fall sie auch noch sterben lassen. Diese Menschen überleben in Vučjak. Diese Menschen sterben in Vučjak. Diese Menschen überleben oder sterben auf den Meeren, die zu uns führen. Wir müssen diese Politik stoppen. Das ist die letzte Warnung. Wir gehen als Menschheit zugrunde, wenn wir das nicht ändern. Wenn wir nicht mehr bereit sind, anderen Menschen in Not zu helfen, sind wir für nichts mehr zu gebrauchen. Und alles, was wir haben und was wir uns angeschafft haben, können wir genauso das Klo runterspülen. Wir müssen aufwachen, wir müssen uns unserer christlichen oder welcher Werte auch immer wieder besinnen und müssen die Nachbarn, die Ehefrauen, die Kinder, die Freunde alle mitnehmen auf dieser Reise. Freunde, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, aber es ist eine Schande, dass dieser Staat nicht mehr macht und dass die EU und Österreich nicht mehr machen. Vielen Dank.